Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. So ist Turbine, aber was denn eigentlich? Da sind zum Beispiel der Kassler, der überbacken ist mit Champignons, mit ein bisschen Joghurtgurke ist damit bei und noch Käse. Was ich sehr interessant finde, ist auch der Quinoa-Salat mit den Spargel und mit dem Ziegenkäse. Am Freitagabend wurde das erste offizielle Turbine-Kochbuch im Kongresshotel Potsdam am Templiner See vorgestellt. Was heißt vorgestellt? Mit ausgewählten Lieblingsrezepten der Turbinen verwöhnte das Kongresshotel Spielerinnen, Trainer und Sponsoren. Na dann mal los, wie heißt es doch so schön? Das Buffet ist eröffnet. Findest du nichts hier? Doch, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also bleibst du nur bei der Frikadelle? Nee, ich gucke mich nochmal genauer um. Lisa! Ja, ich bin noch nicht so weit. Wo bleibt der Nudelsalat, den du empfohlen hast? Ja, der kommt sofort. Ich muss mich jetzt noch auf den Weg machen. Klar werde ich mal einen Nudelsalat auch essen. Isst man den vorher oder nachher? Auch währenddessen. Zum Grillen ist der auch super. Lia, warum die Rösti? Das musste sein, oder? Die Rösti. Ja, Rösti sagt man bei uns. Einfach mega lecker, leicht gemacht und ist ein bisschen anders gemacht, als ich das mache. Ich brate das immer nur an. Ich glaube, das ist frittiert hier, aber das kann dann jeder nach seinem Geschmack machen. Und wie oft machst du die so? Ich mache sie ehrlich gesagt nicht so oft. Meine Mama macht die ganz oft, wenn ich nach Hause komme. Ja, immer wenn es gut kommt, 2-3 Mal im Monat, wenn ich noch zu viele Kartoffeln zu Hause habe. Jaka, isst du nur Salat heute oder hast du das andere schon? Ich habe schon eine Suppe gegessen und jetzt auf den Teller habe ich ein bisschen Platz gelassen. Da kommt noch ein bisschen... Jenny hat, glaube ich, einen Kasslerbraten. Jenny, was hast du? Du wolltest gerade weggehen. Sag mir mal, was du hast als Gericht. Der überbackene Kassler, der ist sehr beliebt. Ja, das habe ich aber noch nicht probiert. Schauen deswegen wir mal, ob der so beliebt ist. Muss ich jetzt erstmal testen, ob es denn auch die Prüfung bestanden hat. Ob der so gut ist, wie wenn du den kochst? Richtig, genau. Also beziehungsweise wie wenn den meine Mutter oder meine Oma macht. Montag bist du fit? Bin ich fit, ja. Wenn ich heute nicht zu viel esse. Im Kochbuch So ist Turbine präsentieren die Spielerinnen und das Funktionsteam ihre Lieblingsrezepte und daneben den entsprechenden Sponsor für den Druck. Liebevoll gestaltet wurde das Ganze vom langjährigen Turbine-Partner der Mediengruppe Thiel. Beim Layouten wurde vor allem darauf geachtet, dass alles einheitlich aussieht, dass alles einheitlich die Millimeter und so weiter, die Einheiten, dass die übereinstimmen, dass jede Anzeige drin ist, dass nichts fehlen darf und dass es allen gefällt. Nudel- oder Quinoa-Salat, Schweizer Rösti, Gemüsefrikadellen und Trainer bitte weghören, überbackenes Kassler. Diese Gerichte aus dem Turbine-Kochbuch tischte das Kongresshotel am Freitag auf. Und zum Abschluss gab es natürlich ein Dessert, in dem Fall empfohlen von Viktoria Schwalm. Ja, also es hat sehr gut geschmeckt und die Kombination mit der Mousse au Chocolat und den süßen Himbeeren ist dann schon, ja, schmeckt lecker. Also hat das Kongresshotel gut nachgemacht? Hat das Kongresshotel gut nachgemacht. Und wie oft machst du dir das selber? Also wenn ich ehrlich bin, glaub gar nicht. Ich werde es mal probieren, aber eher nicht. So ist Turbine. Vom Haferschleim bis zur schärfsten Torte der Republik, vom Kartoffelpuffer bis zur bosnischen Pita. Das Kochbuch vereint Gerichte aus aller Welt zum Nachkochen und Genießen. Ein Muss für alle Fans.